Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal wieder eine Produktvorstellung und ich habe wieder sehr viel vor mir aufgebaut. Ihr habt es mit Sicherheit auch schon am Titel erkannt. Heute geht es um einen ganz besonderen Zug, nämlich um den Thales. Für mich verbunden Erinnerungen ans Disneyland Paris, für viele hier bei uns in der Region Düsseldorf ein recht alltäglich gewohntes Bild, ein roter Zug der französischen Staatsbahn, mehr oder weniger der Düsseldorf bzw. auch Dortmund mit Paris verbindet. Den Zug, wie gesagt, gibt es jetzt neu von Jouef bzw. von Hornby. Jetzt als Set einmal hier zu meiner Rechten, das ist ein vierteiliges Grundset und dann gibt es die passenden Ergänzungswagen, sodass man dann schlussendlich dann auch seine zehnteilige Garnitur hat. Diesen Zug mit den Ergänzungswagen, den möchte ich euch heute vorstellen und wie immer, ihr kennt das, ich habe mir einiges rausgesucht zum Vorbild, da ist wirklich sehr Interessantes bei rumgekommen. Dann schauen wir uns natürlich ganz genau das Modell an, was sich hier vor mir aufgetürmt hat. Dann gehen wir in die freie Wildbahn, schauen uns die Sounds an, denn wir haben natürlich hier wieder das Modell mit Sound und dann ganz zum Schluss gibt es natürlich mein gewohntes Schlusswort. Ja, und dann schauen wir uns natürlich noch ein paar Fahraufnahmen an. Also, viel haben wir vor, wir legen los. Fangen wir also an mit dem großen Vorbild und da, ihr könnt es euch sicherlich schon vorstellen, habe ich wieder eine Menge herausgefunden. Ich habe mir einiges ausgedruckt, ich habe mir einiges aufgeschrieben, zusammengetragen und das versuche ich euch jetzt alles einigermaßen verständlich rüberzubringen. Es ist auch einiges dabei, das ich noch gar nicht wusste. Es ist wirklich sehr interessant. Ja, fangen wir ganz vorne an. Gegründet 1995 in Belgien, um genauer zu sein in Saint-Gilles. Wusste ich auch nicht. Und dann die größte Überraschung für mich, Thales ist keine Abkürzung, wie bei uns zum Beispiel der ICE, der Intercity Express, sondern das ist ein wirkliches Kunstwort, was damals 1996 von einer niederländischen Namensagentur als Markenname erdacht wurde. Es ist ein Kunstwort, ein sogenanntes Logatom. Und darauf hat man geachtet, dass es in allen Sprachen, in denen der Zug unterwegs ist, beziehungsweise die Länder, dass es dort überall gleichmäßig und auch gleich ausgesprochen werden kann. Das war gar nicht so einfach. Man hat sich dann auf Thales geeinigt und hat damit also auch dann ein Wort gefunden, was nicht nur in Frankreich, in Belgien, in den Niederlanden und hier bei uns in Deutschland einigermaßen gleich ausgesprochen werden kann. Der Thales, wo fährt er? Hier bei uns natürlich die Leute, die bei uns im Raum Düsseldorf, Köln oder jetzt auch neuerdings Essen und Dortmund wohnen, sie kennen ihn, das ist eigentlich ein vertrauter Gast bei den Städten und zwar ist es ein Zug, der uns mit Paris verbindet in einer Direktverbindung über Aachen und Brüssel. Und das Interessanteste an der ganzen Sache ist, die nahezu halbstündlich ohne Zwischenhalt bediente Kernstrecke zwischen Paris und Brüssel, das wusste ich auch noch nicht, ist die dicht getakteste und schnellste Direktverbindung zweier europäischer Hauptstädte. Das muss man auch erstmal verdauen. Die 314,5 Kilometer werden in 82 Minuten zurückgelegt und die Reisegeschwindigkeit beträgt 230 km/h. Kann man schon gut mit unterwegs sein. Die weiteren Verbindungen, ihr habt es gerade eben schon gehört, sind jetzt mittlerweile von Paris ausgehend dann über Brüssel, Aachen, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen bis nach Dortmund. Die Verbindung nach Dortmund wurde jetzt vor einigen Jahren erst sozusagen verlängert. Vorher sind die Züge in Köln-Messe-Deutz geendet und sind dann wieder zurück nach Paris gefahren. Dann hat man sich auf eine Verlängerung bis Essen geeinigt und jetzt vor einigen Jahren, 2016 meine ich ist es gewesen, hat man sich dann darauf geeinigt, die Züge dann bis Dortmund fahren zu lassen. Ja, die Unternehmensstruktur ist eine Genossenschaft und dahinter stecken zwei Unternehmen, und zwar Thales International und THI Factory mit Sitz in Brüssel. Beide sind Töchter der französischen Staatsbahn SNCF und der belgischen SNCB. An Thales International, das ist auch sehr interessant, war außerdem die Deutsche Bahn AG beteiligt, dazu später mehr, die mittlerweile aber sich aus diesem Geschäft komplett herausgenommen hat.
Die Geschichte dieses ganzen Thales Imperiums, möchte man ja schon fast sagen, ist auch sehr ereignisreich, und zwar nach der Entscheidung von 1987 der einzelnen Ländern, einen grenzüberschreitenden Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen den Städten Paris, Brüssel, Amsterdam und Köln, wurde dann 1995 die Westrail International gegründet, die erst im Mai 1999 den Namen des Zuges angenommen hat und seitdem dann Thales International hieß. Wie eben schon gesagt, die DB hatte auch Anteile an diesem Unternehmen, an dieser Genossenschaft, aber auch nur einen bestimmten Zeitraum, nämlich vom 16. Juni 2007 bis ungefähr Mitte 2012 hielt die DB AG rund 10% an der Genossenschaft, hat sich aber 2012, wie eben ja schon gesagt, dann dazu entschieden, das Ganze wieder abzugeben. Auch der Betrieb hier in Deutschland hat die Bahn sich komplett rausgenommen. Es waren damals Lokführer der Deutschen Bahn, die den Thales hier auf dem deutschen Streckennetz gefahren haben. Mittlerweile hat die Bahn sich da rausgenommen und es werden zurzeit Lokführer der Eurobahn-Gesellschaft. Es ist eine unfirmierte Firma der SNCF Voyagers Deutschland GmbH. Die fahren also die Züge hier auf dem deutschen Streckennetz. Kommen wir zu dem Wagenmaterial, was eingesetzt wird. Und da gibt es auch zwei große Unterschiede, das wusste ich selber auch noch nicht. Es gibt einmal den Thales, so wie wir ihn jetzt hier sehen, mit der runden Form angelehnt an den TGV Duplex, also an den Doppelstock-Hochgeschwindigkeitszug der französischen Staatsbahn. Und es gibt den Thales in derselben Lackierung mit der etwas spitzeren Schnauze. Das ist nicht nur optisch ein Unterschied, sondern auch technisch gibt es da einen Unterschied. Und zwar ist der Thales für den länderübergreifenden Verkehr zwischen Belgien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden gebaut worden, weshalb er natürlich auch mehrsystemfähig ist. Es existieren zwei Varianten, einmal die eckige, einmal die runde, wie wir sie hier haben. Die eckige Variante, ich werde dazu Bilder einblenden, keine Sorge, nennt sich Thales PBA. Für Paris, Brüssel, Amsterdam. Und die runde Form, so wie wir sie hier haben, nennt sich Thales PBKA. Für Paris, Brüssel, Köln, Amsterdam. Dazu zu dieser Sache später mehr. Und von diesen zwei Typen existieren natürlich auch wieder unterschiedliche Anzahl an Fahrzeugen. Und zwar vom Thales PBA existieren 10 Einheiten, die baugleich mit dem französischen TGV sind. Sie fahren mit 25 Kilowatt 50 Hertz Wechselspannung. Außerdem sind sie mit einigen Zugsicherungssystemen der Länder natürlich ausgestattet, in denen sie fahren. Die Züge haben bei 25 Kilovolt eine Dauerleistung von 8800 Kilowatt und erreichen zwischen Paris und Brüssel sowie zwischen Antwerpen und Flughafen Amsterdam 300 km/h. Unser Typ, den wir jetzt hier haben, davon gibt es 17 Einheiten. Sie sind zusätzlich in der Lage, im deutschen Netz mit 15 Kilowatt 16,7 Hertz Wechselspannung mit einer Leistung von 4460 Kilowatt zu fahren. Das Design der Triebköpfe lehnt sich an den TGV Duplex an, wie gerade eben gesagt. Sie bedienen seit dem 14. Dezember 1997 Köln. Bis 2006 galt, wie eben gesagt, Kölnmesse Deutz als Endpunkt. Sie sind dann praktisch bis Köln Hauptbahnhof gefahren und sind dann leer rüber nach Deutz gefahren, runter in die Abstellung, haben da gewendet und haben dann auf ihre Abfahrtzeit gewartet und sind dann wieder zurück zum Kölner Hauptbahnhof gefahren und haben dort wieder eingesetzt und sind dann nach Paris gefahren. Zeitweise zur damaligen Zeit fuhren auch einige Zugpaare nach Düsseldorf, das war aber wirklich ein sehr, sehr ausgedünntes Angebot und das wurde auch wirklich nicht gefragt, weil es zu viele andere Angebote gab zwischen Köln und Düsseldorf. Im August 2011 erreichte Thales dieses Angebot wieder auf die Abfahrtsbahnhöfe Essen, Duisburg und Düsseldorf, also sprich die erste Verlängerung der Thales-Strecke. Und seit dem 21. März 2016 fahren die Züge dann bis nach Dortmund Hauptbahnhof. Dort selbes Spiel, am Hauptbahnhof leer machen, es wird in die Abstellung gefahren, dort wird der Zug natürlich behandelt, er wird sauber gemacht und fährt dann wieder zurück zum Hauptbahnhof. Dort werden die Fahrgäste dann eingeladen und die Reise geht nach Paris. Von den 17 Einheiten, und das ist auch sehr interessant, gibt es unterschiedliche Eigentümer. Und zwar befinden sich 7 im Eigentum der SNCB, also der belgischen Staatsbahn, 6 gehören der SNCF,
der französischen Staatsbahn und je 2 der niederländischen Staatsbahn und der Deutschen Bahn zugleich. Die beiden PBKA-Einheiten, die Nummern 4321 und 4322 von der Deutschen Bahn und der niederländischen Staatsbahn, werden intern als Thales PBKA-Triebzüge der Baureihe 409 bezeichnet. Und sie sind Bestandteil des Fahrzeugparks der belgischen Staatsbahn. Zu den Einsätzen gab es auch einige Exoten. Und zwar gab es zur Expo 2000 jeden Samstag ein Zugpaar, das Hannover mit Brüssel und Paris verband. Und es gab am 28.11.2015 einen Sonderzug mit 100 Mitarbeitern der Klimarahmenkonvention von Bonn Hauptbahnhof zur UN-Klimakonferenz in Bonn. So, zum Abschluss beim Vorbild noch ein kurzes Wort zum PBKA, also sprich unseren Thales, der hier fährt, Paris, Brüssel, Köln. Das ist ein europäisches Eisenbahnprojekt, das die Städte Paris, Brüssel, Köln und Amsterdam mit Hochgeschwindigkeitsstrecken verbindet. Das Projekt wird durch die EU im Rahmen der TEN-Initiative unter der Abkürzung PBKAL, also Paris, Brüssel, Köln, Amsterdam, London, geführt. So viel also dazu. Ja, Freunde, und ich würde sagen, das war es auch erstmal zum Vorbild. Was den Innenraum angeht, kann man grob sagen, dass es sich genau so aufteilt wie auch bei der Bahn. Wir haben eine erste Klasse, wir haben eine zweite Klasse, wir haben ein Bordrestaurant und das Ganze, wie gesagt, gliedert sich einigermaßen gleich auf wie bei uns bei der Deutschen Bahn. Es ist ein gesonderter Fahrpreis bzw. eine gesonderte Fahrkarte natürlich erforderlich, mit diesem Zug dann auch fahren zu können. Es gibt Thales Stores, es gibt einen, weiß ich, hier in Düsseldorf, einen in Köln, wo man sich dann auch Fahrkarten für diesen speziellen Zug dann auch kaufen kann. Man kann keine Karten im Zug kaufen, das ist genau wie beim Fernverkehr. Es werden aber natürlich auch Tickets von der Deutschen Bahn akzeptiert. Ich kann es nur jedem empfehlen, es ist eine sehr interessante, abenteuerliche Reise von Düsseldorf nach Paris. Man ist ungefähr, jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube, ich war damals 4 Stunden unterwegs. Also es ist wirklich eine relativ überschaubare Zeit und dann hat man einen wunderschönen Tag in Paris. Man kann abends dann wieder mit dem Thales wieder zurück nach Hause fahren. Ja, also so viel wie gesagt zum Vorbild. Jetzt schauen wir uns das Modell in 1:87 an. Weiter geht's mit dem kleinen Modell in 1:87. Und da gibt es einmal, wie man hier vor mir schon sieht, eine vierteilige Grundpackung, bestehend aus 2 Endköpfen und 2 Mittelwagen. Und zwar die Mittelwagen, die sich direkt hinter den Endköpfen befinden. Die haben nämlich hier noch diesen Aufbau. Dann gibt es dazu passend 3 Ergänzungswagen. Einmal die Bar, der wichtigste Wagen, einmal erste Klasse, einmal zweite Klasse. Wenn man sich diese Wagen in der dementsprechenden Anzahl kauft, bekommt man dann nachher auch die Möglichkeit, seine Version zu Hause auf der Modellbahn als 10-teilige Garnitur fahren zu lassen, so wie er auch im Original fährt. Dazu später mehr. Fangen wir erstmal hier vorne mit der Grundpackung an. Die gibt es in 3 verschiedenen Versionen und zwar einmal in der DC-Analog-Version mit der Artikelnummer HJ2358. Dann gibt es diese Version in DC-Sound mit der Artikelnummer HJ2358S. Und für unsere Wechselstromer haben wir natürlich auch eine Version und zwar ist das, das finde ich lustig, die Artikelnummer HJ2358ACS. Lustige Artikelnummer. Wie gesagt, das Set besteht aus den Endköpfen und dem Mittelwagen. Bei den Ergänzungswagen, da gibt es einmal hier vorne die Bar, das ist die Artikelnummer HJ3002. Der erste Klassewagen, das ist die Artikelnummer HJ3000 und der zweite Klasse Ergänzungswagen ist die Artikelnummer HJ3001. Den Barwagen, logischerweise muss man sich nur einmal kaufen, den erste Klassewagen muss man sich zweimal kaufen und den zweite Klasse Wagen muss man sich dreimal kaufen, um auf die 10-teilige Garnitur zu kommen, so wie sie auch im Original fährt. Bleiben wir kurz hier. Wir haben beim erste Klasse Wagen auch Zubehör dabei und zwar die Antenne. Das ist diese lustige runde Hutze, die man auf dem Wagen findet. Die wird hier gesteckt. Ich halte sie oder lege sie hier mal so hin oder besser hier neben, da fällt sie nicht runter. Dabei ist auch eine kleine Anleitung, wo man sie genau positionieren muss, auch sogar mit
Daten, in was für einem Abstand zum Rand das Ganze installiert werden muss, das finde ich schon ziemlich lustig. Also hier legt man wirklich sehr viel Wert auf Originalität, dass es auch wirklich so ist, wie es im Vorbild ist. Es ist auch nur beim ersten Wagen, beim erste Klasse Wagen dabei. Das heißt, wenn man sich den zweimal kauft, hat man auch zweimal dann diese Antenne, dann kann man sich einmal die direkt als Ersatz hinlegen. Was auch damit bei ist, was ich auch super finde, was andere deutsche Firmen leider nicht machen bei solchen langen Triebzügen, und zwar DRF hat hier, jetzt kriege ich das nicht auseinander, meine Güte, bei dem Grundset ist das mit bei gewesen, Herrgott, ansabbern. So, haben wir hier eine genaue Auflistung, so wie der Thales im Original fährt und was man dazu braucht. Und zwar haben wir hier vorne einmal die beiden Wagen jeweils, das Startset mit der darunter findenden Artikelnummer. Dann haben wir hier den Barwagen mit der passenden Artikelnummer. Hier oben haben wir die jeweils erste Klasse Wagen. Das sind zwei die gleichen logischerweise. Manche würden dann sagen, es ist ja ein und derselbe Wagen, den man sich dann doppelt kaufen muss. Das ist mit der Bedruckung, mit den Nummern, es geht leider nicht anders, aber nun gut, da muss man wirklich genau hingucken, um das zu erkennen. Und hier unten sieht man dann die drei zweite Klasse Wagen mit der dazu passenden Artikelnummer. Finde ich eine schöne Sache, dass man dem Kunden zeigt, pass mal auf, so fährt er im Original rum. Wenn du den auch so rumfahren lassen möchtest auf deiner Anlage und wenn du vor allen Dingen so viel Platz hast, dann musst du dir das kaufen. Finde ich eine schöne Sache. Dann hat man hier noch einen Hinweis zu der Kupplung, die auch sehr speziell ist, dazu später auch mehr. Und man hat hier auch nochmal den Hinweis, wie man den Deckel praktisch abbekommt, um an das Innenleben zu bekommen. Da unten noch ein paar Sicherheitsweise und auf der Rückseite, da haben wir, ich habe ja gesagt, das ist aus dem Startset, haben wir dann nochmal die Teilliste von den beiden Endköpfen. Mit Decoder, mit Platine, mit allem drum und dran. Decoder ist ein 21-poliger Decoder verbaut, Multiprotokoll, und in unserem Fall ist es natürlich ein Sounddecoder. Ansonsten an Unterlagen haben wir da noch Pflegehinweise, das ist das unterste Blatt, und hier, das ist eine etwas längere Geschichte, das ist sozusagen nochmal eine genaue Auflistung über zum Beispiel die Töne, über den Digitalbetrieb, welchen PIN man wo auf welcher Adresse und auf welchem CV finden kann. Das Ganze auch in Deutsch, das ist auch sehr wichtig für unsere deutschen Kunden, dass die sich hier relativ einfach zurechtfinden. Also wie gesagt, die Unterlagen sind damit bei und lassen auch keinen Wunsch offen. Ja, kommen wir zum Innenleben von den Triebköpfen. Wir haben einen Triebkopf, das ist unserer, der hier steht. Der ist leider leer. Da haben wir nur die Stromaufnahme von allen vier Achsen für das Spitzen- und Schlusslicht. Dieser Triebkopf hier, das ist sozusagen die Engine des Ganzen. Da ist der Motor mit Schwungmasse verbaut. Stromaufnahme hier ebenfalls von allen vier Achsen und auch alle vier Achsen sind angetrieben. Die inneren Achsen jeweils versetzt sind auf je einer Seite mit einem Haftreifen ausgestattet zur Erhöhung der Zugkraft. Dann, wie ich gerade eben schon gesagt habe, auch natürlich hier Spitzen- und Schlussbeleuchtung wie auf der anderen Seite. Gesteuert wird das Ganze durch einen Schleppschalter, der dann erkennt vorwärts, rückwärts. Was man aber auch sagen muss, ist leider, dass hier vorne die Fenster vom Führerstand komplett schwarz sind. Da kann man leider nicht reingucken. Dafür aber, finde ich, ist der Innenraum sehr schön gestaltet von den Mittelwagen. Da hat man auch drauf geachtet, dass, ich weiß nicht, wer schon mal mit dem Thales gefahren ist, aber hier bei diesen Endwagen hat man sozusagen hier neben der Tür nochmal so eine Art Lounge, wo man einen Tisch in der Mitte stehen hat, wo man sich relativ gemütlich dran setzen kann. Darauf hat man auch geachtet, dass man das schön umsetzt, und auch hier die Tische und auch die Gestaltung des Innenraums ist wirklich sehr schön gelungen. Was man allerdings nicht hat, ist Strom in den Mittelwagen. Das heißt, die Mittelwagen sind nicht beleuchtet. Wenn man da Strom reinhaben möchte, muss man sich selbst behelfen. Das heißt, man muss jeden Wagen entweder mit stromführenden Kupplungen ausstatten oder jeder Wagen nimmt selber Strom ab über zum Beispiel unten Schleifkontakte auf den Achsen und muss dann sich dementsprechend dann die LED-Leisten hier einbauen. Man muss natürlich auch Figuren reinkleben etc. Das ist ein bisschen aufwendig, aber gut, so ist es. So müssen wir es hinnehmen. Bei den Triebköpfen finde ich es auch schön, die Dachaufbauten, da hat man auch sehr schön drauf geachtet, dass die Isolatoren etc. alle stimmig sind. Man hat auch darauf geachtet, dass man hier die zwei unterschiedlichen Stromabnehmer auch so konzipiert, so wie sie in der Realität auch sind.
Beim Thales sehen sie fast gleich aus. Wir haben ja hier ein Mehrsystem-Triebzug mit zwei unterschiedlichen Systemen an Bord und dementsprechend wird natürlich immer nur der gehoben, der für das jeweilige Land erforderlich ist. Beim Thales ist es so, dass immer nur ein Stromabnehmer gehoben ist. Das heißt, wenn er hier in Deutschland fährt, hat er immer nur einen Stromabnehmer gehoben. Also das heißt, die wären komplett unten und hier wäre nur der eine gehoben und alle anderen wären unten. Wir haben natürlich hier auch die Möglichkeit, auf Oberleitungsbetrieb umzustellen. Das heißt, mit den Stromaufnehmern hier, es gibt im Inneren einen Schalter, kann man auch, wenn man Oberleitung gespannt hat und die auch in Funktion hat, dann auch natürlich mit Oberleitungsbetrieb fahren. Das aber wiederum nur im Analogbetrieb. Denn im digitalen Betrieb ist ein Oberleitungsmodus nicht möglich, weil man über die Oberleitung nicht die Möglichkeit hat, die ganzen digitalen Signale in den Zug zu bringen. Daher also Oberleitungsbetrieb ja, aber dann natürlich nur im Analogmodus. Ja, Freunde, bei den Mittelwagen hier ist es ähnlich. Sie haben keine Stromaufnahme, sie haben kein Innenlicht. Man muss sich, wenn man sowas haben möchte, alles selbst einbauen. Die Kupplungen, kommen wir da kurz noch drauf zu sprechen, sind auch sehr interessant. Wir haben hier Jakobs-Drehgestelle, wo die Wagen dann draufgesetzt werden sozusagen. Wir haben immer eine Seite ausgestattet mit einem Jakobs-Drehgestell, auf der anderen Seite nichts. Das heißt, dieser Wagenkasten wird dann sozusagen hier draufgesetzt. Wir haben einmal hier oben eine Verbindung, wo man die Wagen ineinander reinklipst und hier unten hat man eine Auflage mit so einem kleinen Pin. Der wird dann praktisch von unten in den Wagen reingeschoben, sodass er sozusagen einmal seitlich und auch horizontal sich nicht bewegen kann und hier fest drin arretiert ist. Befahrbarer Radius R2 sollte kein Problem sein, alles darüber ebenfalls natürlich kein Problem, aber bei R2 muss man natürlich drauf aufpassen mit dem Ausschwenken, gerade von den Triebköpfen, die sind länger als die Mittelwagen, da je nachdem Probleme mit dem Ausschwenken. Ja, Freunde, ich denke mal, das sollte erstmal genug sein. Wie hört sich der Sound an? Wie sind die Fahreigenschaften? Genau das wollen wir uns jetzt anschauen. Es geht in die freie Wildbahn. Central, skip.
So, das waren sie also, die einzelnen Sounds vom Thales. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Es sei aber noch gesagt, das ist eben leider ein wenig untergegangen, der Zug hat spezielle Kupplungen. Es sieht hier und da vielleicht aus wie eine Rokokos-Kupplung, es sind aber wirklich spezielle Kupplungen, die man sich auch, wenn man Ersatz haben möchte, auch nur hier sich kaufen kann. Muss man leider so hinnehmen. Ja, wie gesagt, wir sind am Ende des Videos angekommen, das waren die Sounds. Hier folgen jetzt noch ein paar Fahrvideos vom Thales auf unserer Anlage und dann würde ich sagen, sollten eurerseits noch Fragen auf sein, gerne eine E-Mail an uns oder unten die Kommentarfunktion nutzen. Wenn ihr den haben wollt, geht einfach auf unsere Homepage, da auf Webshop oder gebt einfach oben in der Suchzeile Thales ein. Da habt ihr alle drei Versionen zur freien Verfügung. Wir haben auch noch jede Menge Ergänzungswagen, da könnt ihr euch austoben, es direkt bestellen und wir liefern sie euch dann direkt nach Hause. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und tschüss.